Hallo ihr lieben Leute da draußen und heute auch wieder am Start-O-Mat der Raccoon Style Play. Wir starten einmal neu im Hauptmenü und diesmal geht es wieder weiter mit dem Let's Play. Yay. Genau, stimmt, wir haben ja letztes Mal aufgehört bei diesem schlechten Status. Ich hatte in der Zwischenzeit etwas weiterlaufen lassen, den Server. Allerdings weiß ich gerade nicht, ob das Weizen währenddessen auch weiter wächst. Aber das wissen wir gleich. Nein, tut's nicht. Ich hätte ihn ungefähr noch so eine halbe Stunde laufen lassen, aber ich hätte anscheinend drauf sein müssen. Schade. Ja. Der Part heute wird ungefähr 15 Minuten lang sein. Der Grund dafür ist nicht etwa, weil ich absolut gar keine Zeit habe und ich auch nicht zwingend keine Lust dazu habe, jetzt irgendwie wieder hier aufzuhören oder irgendwas in der Richtung, dass ihr euch da irgendwas vorstellt. Nein, das sind nicht die Gründe, sondern eher, weil ich wissen möchte, ob... Warum habe ich eigentlich... Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Sondern eher der Grund, ob ich wissen möchte, weil ich wissen möchte, ob es denn eventuell besser sein würde, wenn ich nur 15 Minuten statt 20 Minuten Parts mache. Zum Rendern, zum Hochladen und sonstiges, wie da die Zeiten aussehen, würde mich mal interessieren. Deswegen kommt dieser Part hier einmal in 15 Minuten. Ja. So, wir haben zwei Holzschwerter und gehen, glaube ich, gleich nochmal nach unten. Haben zwar nur ein halbes Herz und Eisen und ich sollte das wieder wegpacken. Aber egal, wir sind gut. Ja, das Zeugs da oben wächst jetzt einfach weiter und fertig ist. Mit einem halben Herz nach unten. Ist natürlich klar und ich habe natürlich keine Fackel mitgenommen, ich Depp. Na egal. Oh, ist ja fast schief gegangen. Ah ja, Glück kann man halt auch haben. Ja. Ich hab... Mal gucken, was haben wir uns denn hier so Schönes? Wie weit war ich denn hier eigentlich drin? Genau, hier unten war ein Skelett und ein Zombie. Wie weit bin ich hier noch gegangen? War ich also und da ist ein Skelett. Ich bin tot. Und ich könnte gleich schon wieder kotzen, weil da schon wieder das nächste Skelett ist. Oh, ich hasse Skelette. Was ich nur ungefähr 10-mal in jedem Video ungefähr fast erwähnt habe, mittlerweile. Und was allein schon im zweiten Part deutlich geworden ist, weil dieses verkackte Skelett mich getötet hat. Das darf nicht wahr sein. Mistskelette. Naja. Gut, da wir da unten nichts weitermachen können, würde ich sagen, packen die Schwerter weg und gehen nach oben und bauen unsere Weizenfarm etwas aus. Yay. Weil wenn ich ohnehin schon nichts machen kann, dann kann ich auch noch weniger machen. Yay. Was für ein Satz. Der war episch. Ah, jetzt müsst ihr mich voll beneiden dafür. Ja? Der King schlechthin. Was ist, ach egal. Joa, wir haben hier unten angefangen, unser Feld zu bauen. Bauen wir weiter. Leck kurz. Und da geht's wieder. So. Da, da, da. Immer schön die Erde. So, geht das Ganze jetzt auch mal ein bisschen schneller hier. Mit dem Eisenwerkzeug. Ja, ich hoffe, den habe ich gerne auf die 3. Auf der 3. Auf die 3. Ich möchte dich. Ich sollte mich vielleicht auch von hier hinten rüber bauen. Das könnte nur von Vorteil sein. Da, 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 da. Sicher, zwei nochmal da. So. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Ich Depp hätte vielleicht wirklich nachzählen sollen. Aber egal, wir bauen hier in der Dreierweite. Das sollte funktionieren. Ja, dann kann ich hier den Boden auch schon mal gleich auskleiden. Und da rechts ist anscheinend Wasser. Ich hoffe, hier fließt nicht demnächst Wasser rein. Wobei, jetzt wäre es eigentlich wieder egal. Ah, die Dreierbreite war gut.
Na, 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 na. Na, na, na. Und was habt ihr heute noch so Schönes vor? Schreibt's in die Kommentare! Ja, für alle die, die zu viel Langeweile haben, können's wirklich in die Kommentare schreiben. Allerdings empfehle ich euch das nicht. Ich glaube nicht, dass ihr so viel Langeweile habt. Aber nun gut. Immer schön die Erde, immer diese Erde, die schöne Erde. Ich kann gleich alles einsetzen hier. Schön den Boden ersetzen. Ja, yeah. Genau. Der Boden. Aha. So, Spitzhackenzeit. Yeah, Spitzhackenzeit. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Spitzhackenzeit, Spitzhackenzeit. Wir benutzen unsere Zeit für die Spitzhacke. Yeah, ich kann singen. Oder auch nicht. Eher nicht. Aber egal. Da, da, da. Da, da, da. Ja, und der Grund, warum in den letzten Zeit, wenig bis halt eben gar keine Parts kamen. Also, zweimal ausgelassen oder dreimal sogar, weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich hatte doch etwas mehr zu tun in letzter Zeit und nun ja, das war nicht gerade ohne und ich habe da hinten gerade Getreide wachsen sehen. Aha, ja, du da, glaube ich zumindest. So, der da hinten, der da. Ja, genau, nimm dich in Acht, ich sehe dich. Huh? Ja, ab nächste Woche sollten die Parts aber wirklich regelmäßig kommen, weil... Wehe, da klettert jetzt ein Skelett hoch. Aber es müsste über uns sein. Ja, ab nächste Woche kommen die halt, behaupte ich jetzt gerade, regelmäßig. Und zwar täglich einer. Das sollte wirklich machbar sein. Notfalls werden es vorerst 15 Minuten Parts und... Ja, mal schauen, wie sich das Ganze regeln lässt. Also mindestens 15 Minuten Parts da, also für den Fall, dass sich das mit dem Upload und so bestätigt, dass es halt wirklich deutlich besser funktioniert. Weil zurzeit ist es so, dass mein Internet einfach mal ohnehin schon immer zum Kotzen war. Und das heißt entsprechend, dass, wie formuliere ich das jetzt ansatzweise nett, ich brauche 4 Stunden zum Hochladen von einem Video. Das ist natürlich immer sehr schön, wie wir alle wissen. Und das freut natürlich jeden von euch, so genauso wie mich. Und ich überlege gerade, warum ich hinten auch noch welche gebaut habe, ich Depp. Aber egal. Und ja, dementsprechend, also das, ich bin quasi am Tag damit beschäftigt, dass das Rendern geht eigentlich. Das geht 1,5 Stunden maximal für 22 Minuten, das ist vollkommen in Ordnung. Stört mich jetzt auch nicht weiter. Allerdings die 4 Stunden Hochladezeit, weil mein Internet einfach zum Erbrechen ist, um es nett zu formulieren, die sind natürlich schon sehr strapaziert. Dann ist noch ein Skelett, ich kann die Tür nicht aufmachen. Natürlich schon sehr strapazierfähig für meine Nerven, da ich einfach mal fast die Hälfte des Tages dann damit beschäftigt bin, die Videos zu rendern und das entsprechend hochzuladen. Ist nicht ganz so schön. Und das war jetzt auch nett formuliert. Eigentlich ist es eher zum Kotzen. Ja, und da ich dann doch nicht so viel Zeit habe, um den ganzen Tag nur an Videos zu denken, sondern da ich auch noch andere Sachen habe, die, naja, wichtig sind, also ein sogenanntes Real Life, wo man sich dann auch mal mit Freunden trifft und sonst was dergleichen macht, ja, genau das, was ihr gerade denkt. Huh? Oh ja, das und nichts anderes. Ja, dementsprechend ist das natürlich, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hätte den Satz, glaube ich, ganz anders anfangen sollen. Ah, egal. Soll vorkommen. So, jetzt weiß ich wieder, was ich mit den 2 Eisen machen wollte. Und zwar das, was ohnehin schon längst fällig war. Die Eisenhacke. Oder Hoe, wie es auf Englisch heißt. Ja, ich habe schon gesehen, dass da wieder was reif ist. Und auf der rechten Seite ebenfalls.
überlege gerade, ob ich eine Folge lang nicht komplett mal Farmen mache. Und zwar, wenn wir so weit sind, dass wir so Farmen ordentlich weit gebaut haben. Also sprich, das Ganze, was wir hier haben, noch einmal nach rechts. Ich hoffe, das funktioniert allerdings, weiß ich nicht. Das müsste ich eventuell mal nachzählen. Das sind 9er Breite nach rechts. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil ich glaube, hier macht die Insel, wo wir, also die Küste macht hier einen kleinen Knick und hier müsste dann gleich Wasser kommen, theoretisch. Also weiß ich nicht ganz genau, ob das funktioniert. Ich meine, notfalls ist es jetzt nicht das Problem schlechthin, denn wir können erstens in die Richtung weiterbauen und zweitens, was ich bevorzuge, in die Richtung. Das ist natürlich deutlich angenehmer und ja, umso mehr Fläche wir haben, umso besser ist es, denn irgendwann haben wir eine dermaßen Weizenproduktion, dass ich so viele Brote habe, dass ich die ganze Zeit nur am Ernten und am Verspeisen bin. Hier oben müsste jetzt eigentlich gleich wieder eins fertig sein. Irgendwo oder so. Ah, mal gucken. Jedenfalls geht ihr mir tierisch auf die Nerven. Ja, ihr. Und ihr werdet gleich verbrennen. In der Hölle. Episch Todesachen. Wir haben nochmal 3 Weizen. Na, das ist doch mal was. So, sonst noch was? 3, 6. Soll ja wenigstens ordentlich aussehen. Könnte, wenn hier nicht irgendwo ein Skelett rumgammeln würde, weil das Viecher, die Viecher treffe immer, wenn ich nur noch ein halbes Herz habe, dann würde ich jetzt auch rausgehen. Ah, das wird alles fertig. Ah, ich wusste es. Euer Ernst? Oh, ich habe schon wieder nur Pech. Für die Leute, die es nicht wissen, was eigentlich alle wissen sollten. Aus diesem Weizen kann, sofern dieser Status erreicht ist, das ist jetzt das Default Pack, weil ich das eigentlich echt schön finde. Und ich faul bin. Aber eigentlich bevorzugt, weil ich es schön finde, drin habe. Dann kann man das ernten. Beziehungsweise man kann es auch vorher ernten, aber das bringt halt eben nichts, weil Weizen droppt erst ab der letzten Phase. Und zwar genau 1. Und zwar nur 1. Also nur und definitiv. Das heißt dementsprechend, dass aus jedem Weizen in der letzten Phase ein Weizen rauskommt. So, das Problem, was allerdings dabei existiert, ist, dass 0 bis 3 Samen, also diese Seeds oder wie auch immer hier Weizenkörner, wie ihr die nennen möchtet, ist mir eigentlich egal, die kommen hingegen 0 bis 3 raus. Und da gibt's kein Mindestmaß von 1. Das Problem dabei ist also entsprechend, ich könnte mir, wenn ich ganz viel Pech habe, also wenn der Pech, wenn's Pech anhält, meine Farm sozusagen auf ein Null-Minimum reduzieren, was allerdings, glaube ich, ungefähr 2 Jahre dauern dürfte. Es regnet. Ich mag keinen Regen. Regen ist nervig, der sorgt für Frame-Einbrüche. Und ist nervig. Na gut. Er kann auch Vorteile haben. Denn der Regen kann dafür sorgen, dass man Felder einfach so draußen haben kann, ohne Wasser, und sie trotzdem nass sind. Hat den Vorteil, dass, ich weiß nicht, auch wieder für die Leute, die es nicht wissen, Felder, wenn sie nass sind, erstens werden sie nicht wieder zu Erde, außer man springt drauf, aber von selbst werden sie nicht wieder zu Erde. Und ein weiterer Vorteil ist, dass das Wachstum... Ah, die Fackeln haben genau ausgereicht, alles berechnet. Dass das Wachstum von Pflanzen erhöht ist. Also dass sie schneller wachsen, dass die Wachstumszeit quasi verringert ist. Ebenfalls verringert wird diese Wachstumszeit, diese Zeit, die sie benötigen, um zu wachsen, durch das Lichtlevel, was ich ja hier immer schön versuche hochzuhalten. Ich habe überlegt, ob ich hier in der Mitte nochmal welche Säulen mache, die dann schön dafür sorgen, dass hier in der Mitte noch ein bisschen mehr Licht ist. Mal schauen. Vielleicht später oder so. Auf jeden Fall würde ich sagen, endet der Part gleich und ich stelle mich wieder an meine Ecke. Ich habe jetzt wieder Erde, das heißt, ich baue mich jetzt auch wieder ein, weil ich stehe drauf, in Erde eingebaut zu sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part in völliger Dunkelheit wieder und bis dahin, peace out.